Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist wieder mal Hortzeit und ich war beim Douglas und habe ein bisschen was eingekauft. Und ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass es bei mir im Juni nicht so viele Videos gab zum Thema irgendwas gekauft oder so. Ich habe nur einen einzigen Blush gekauft aus der Juni Catrice Elle. Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Ich habe nur ein paar Videos gesehen und da war dieser eine rote Blush, der so toll war. Und ja, den habe ich mir gekauft. Und ansonsten nichts, weil ich wusste, dass es diesen Monat eine ganz tolle LE von MAC geben wird und ich wahrscheinlich schwach werde bei dem Blush. Und das ist ja, ne, immer so ein großes Thema bei mir. Und ja, dann war ich heute dort und habe noch ein, zwei andere Sachen gekauft. Und dann fange ich einfach mal mit den unspektakulären Dingen an. Und zwar, ich habe mir von Isadora diese Mascara gekauft. Die hatte ich in der letzten, ich glaube, Douglas-Box war es, hatte ich die als Probe. Und das ist die Precision Mascara. Die hat ein Gummibürstchen vorne. Und ich hatte die, wie gesagt, in so einer kleinen Probegröße und möchte die dann jetzt gerne in groß testen. Und wenn die so gut ist, wie sie in klein ist, mache ich auf jeden Fall ein extra Video dazu. Denn ich muss sagen, das ist eine absolute Top-Mascara. Bis jetzt seit langem mal wieder eine, die wirklich so das alles für mich macht, was ich gerne habe. Und ja, aber wie gesagt, in einem anderen Video nochmal mehr. Dann habe ich mir ein reguläres Produkt von MAC gekauft. Ich wollte mir, also ich habe noch andere Sachen gesehen ja, die liebe Shopaholic, die macht mich immer so verrückt mit irgendwelchen Eyelinern. Und auch bei der Lena sehe ich immer so Sachen, wo ich dann immer denke, ah, das muss ich mir angucken. Und dann war ich wieder vor diesem Cream Color Basis gestanden. Liebe Lena, ich habe sie angesehen und ich habe sie angeschmachtet und ich habe nichts mitgenommen, weil ich dachte, nein, die sind immer da und dann kaufst du lieber noch irgendwas, was sonst nicht immer da ist und was dann jetzt irgendwie, ja, wie bei diesen LE-Sachen. Und aber was ich mir diesmal mitgenommen habe, wo ich schon 10.000 Mal drum rumgeschlichen bin, ist so ein Fix Plus. Und ich habe, natürlich habe ich eine Ahnung, wie man das benutzt, aber ich hatte noch nie eins, deswegen keine Ahnung, ob mir das gefallen wird, ob das irgendwie sinnvoll ist und so weiter. Und ich sage euch auch natürlich gleich noch, warum ich mir das hauptsächlich auch mitgenommen habe, weil ich habe mir meinen ersten gebackenen Lidschatten von MAC gekauft. Und ja, und die lassen sich ja auch mit diesen Fix Plus gut auftragen oder auch Pigmente und so weiter mit Fix Plus. Und man kann das auch so als Setting Spray aufsprühen oder einfach mal so zum Auffrischen zwischendurch. Naja, schauen wir mal, wie das Produkt so ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt und jetzt kommen wir natürlich dann schon zu diesen Tropical Tabu-Sachen. Und ja, ich habe diesen Lidschatten mitgenommen und diese anderen Farben, die waren schön, das muss ich wirklich sagen, absolut toll. Aber ich konnte mich einfach nicht entscheiden und diese hellen Champagnertöne und diese Glitzersachen, also ich will den ja auch schon im Alltag tragen und dann geht einfach zu glitzerig, geht einfach nicht. Und ja, dann war noch so einer mit Grün und so einem Pink und der hat es mir auch angetan und ja, die Mara sich dann, meine Kollegin hat sich dann gekauft und dann konnte ich mich einfach nicht entscheiden. Da habe ich gesagt, Mara, welche Farbe soll ich nehmen? Und dann habe ich gedacht, okay, braun und blau und die Marmorierung ist absolut toll und ich zeige euch den mal ganz kurz, wie der so aussieht, wenn man den einfach nur so aufträgt. Und ja, also das ist letztendlich, wenn man den natürlich so ein bisschen mischt, gibt es dann einfach nur so ein, ja, so ein Braun mit so blauen Reflexionsschimmer, würde ich sagen. Also auf jeden Fall ein absolut tolles Produkt. Ich glaube, ich werde gleich nochmal dann mit dem Fix Plus und so weiter und so fort, dass ihr nochmal sehen könnt, im Anschluss des Videos nochmal ein Auftragevideo und so weiter drehen. Und ja, also das war auf jeden Fall dieser Lidschatten und das ist Bossa Blue. Moment, dass ihr das nochmal seht von der Farbe her. Also nicht von der Farbe, sondern vom Namen Bossa Blue. Auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Farbe, toller Lidschatten. Und ja, das ist das eine. Wie gesagt, wenn ihr dranbleibt, ich gehe jetzt nur kurz durch die Produkte durch, dann schminke ich euch nochmal und dann könnt ihr nochmal sehen, wie alles aussieht. Auch die Blushes trage ich euch dann gleich nochmal auf und den Skin Finish, den ich mir gekauft habe, natürlich auch. Und jetzt kommen wir zu den beiden Blushes und erst wollte ich wirklich nur einen mitnehmen. Und dann habe ich gedacht, ah, können wir ja nicht entscheiden, ja. Und dann war noch dieser Orangene, aber der Orangene, der ging irgendwie gar nicht. Der sah so komisch dreckig aus, also hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Aber die beiden waren absolut toll. Und ja,
was soll ich sagen, schaut euch die an, sind die nicht schön? Und die sind wirklich auch ja, butterzart und wirklich ganz, ganz toll. Ich habe mir die dann auch ja, auftragen lassen und beziehungsweise nicht auftragen lassen, aber ich habe die ausgiebig so auf dem Handrücken immer wieder geswatcht und habe mir die dann, die hat dann immer gesagt, ja, guck ruhig und ja, du kannst das nochmal, nochmal, nochmal. Und ich habe wieder da rein und wieder, bin schon weggegangen und wieder und wie das halt immer so ist, na, aber die kosten halt auch Geld und dementsprechend muss man sich einfach überlegen, ob man das Geld dafür ausgeben möchte. Und das ist jetzt hier der lilane. Also dieser rosane auf der Seite. Und das ist Sweet Samba und das ist Simmer. Und sie hat auch gesagt, also wir waren um, weiß ich gar nicht, um 11, halb 12 waren wir da und sie hat auch gesagt, dass schon einige da waren, die gleich an den Counters sind und geguckt haben und ja, schon was gekauft haben. Und dementsprechend bin ich auch froh, dass da wirklich noch alles da war, dass ich mal alles in Ruhe angucken konnte und wirklich genug Zeit hatte, mir was rauszusuchen. Und dann kommen wir zu den Skin Finishes und die war natürlich auch so ein bisschen schwierig für mich zu entscheiden, weil ja, einfach nur ein Highlighter, dann kann man auch Soft and Gentle nehmen, der permanent im Programm ist. Und irgendwie, ja, und die anderen waren dann schon sehr, sehr ähnlich und ich dachte, dann nehme ich einen dunklen, weil der einfach auch ja, sehr gut als Rouge benutzbar ist. Und dann habe ich mich für Rio entschieden und der ist wirklich auch absolut super. Und ja, eine ganz, ganz tolle Farbe. Ich guck mal, ob ich da jetzt hier nochmal für euch, ob man die Farbe sieht. Aber wie gesagt, bleibt dran, dann könnt ihr gerne nochmal sehen, wie es dann aufgetragen aussieht. Und je nachdem, wie man eben in diese Marmorierung reingeht, ist es ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Und ja, also das waren jetzt die Sachen, die ich mir mitgenommen habe. Wie gesagt, die anderen Lidschatten waren zwar auch toll, aber wenn man so Effekte mag oder mehr mit Glitzer mag, dann auf jeden Fall ja. Und das war jetzt einer neben diesem Grünen mit diesem Pink, waren das die zwei, die eigentlich am wenigsten Schimmer hatten. Oder wenn dann wirklich nur so dezenten Schimmer und nicht solchen krassen Schimmer. Und ja, ich gucke mal gerade, wie die Produkte von den Händen wieder abgehen. Und ja, dann schminke ich mich jetzt einfach kurz ab und dann für euch nochmal neu. Und dann könnt ihr gleich sehen, wie die Produkte aussehen. Viel Spaß. So, ich habe mich jetzt abgeschminkt. Also die Mascara habe ich jetzt natürlich ein bisschen dran gelassen, ist klar. Aber ich habe jetzt mein Gesicht neu geschminkt, das heißt Foundation aufgetragen. Und jetzt werde ich noch kurz einen Primer auf die Augen auftragen, beziehungsweise auf das eine Auge. Und dann können wir nämlich gleich mal schauen, wie, ja, wie der Lidschatten sich verhält, der Minerallidschatten. Auf dem einen Auge dann eben mit Primer, auf dem anderen ohne. Und ich habe jetzt einen von Too Faced, diesen Primer. Ich habe natürlich auch noch einen von Elf und so weiter. Und auch ja, aus der Drogerie. Aber ich denke, das ist jetzt ein gutes Mittelmaß. Der ist jetzt nicht super mega gut, dieser Primer. Also da gibt es auf jeden Fall günstige, die besser sind. Der war bei mir in dem Set dabei. Von daher ja, macht das jetzt nichts. Und ich merke schon, der trocknet an. Jetzt schauen wir einfach mal, wie der Lidschatten so ist. Also ich habe ja diesen Bossa Blue, ich muss immer noch mal gucken, wie die Farbe ist, wie die Farbe heißt. Und ich trage das jetzt mit diesem zu Eva Pinsel auf. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Und ich merke schon, dass der ein kleines bisschen bröselt. Aber bis jetzt lässt er sich ganz gut auftragen. Natürlich, weil die Base so ein kleines bisschen sticky ist, so ein bisschen klebrig ist, muss man dann eben gucken. Und ich habe jetzt wirklich einmal so quer durch den ganzen Topf sozusagen. Und ihr seht, also ich finde die Pigmentierung eigentlich so im trockenen Auftrag relativ gut. Aus der Nähe ist es natürlich so, dass man jetzt sieht, dass es ein kleines bisschen fleckig ist oder ich sag mal nicht so richtig ebenmäßig. Man müsste es halt noch ein kleines bisschen besser auftragen. Aber ansonsten finde ich, ist die Farbe wirklich schön. Also es kommt mehr in so ein braun-grau mit Blau-Schimmer. Und jetzt gucke ich mal, wie das ist, wenn man dann zum Beispiel hier hinten. Also ich versuche jetzt mal nur in diese blaue Farbe reinzugehen, ob man das noch so ein bisschen besser kontrollieren kann. Und ja,
Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gesehen habt oder seht, aber man kann auf jeden Fall noch mal mehr in das Blau oder mehr in das Braun reingehen und das noch mal so ein bisschen ja, mischen, wie man das gerne möchte. Und das finde ich jetzt eigentlich wirklich nicht schlecht. Und zur Haltbarkeit kann ich jetzt natürlich auch nichts sagen. Ist klar, ich habe sie ja erst gekauft, aber so an sich muss ich sagen, ist die Farbe wirklich schön. Ich weiß nicht, wie ihr die jetzt findet, aber ist, denke ich, auch mehr natürlich so eine Herbstfarbe und eine Winterfarbe. Das ist natürlich auch so was, worüber ich nachgedacht habe, weil wenn man Farben hat, die man wirklich nur so 1 oder 2 Monate im Sommer tragen kann, dann finde ich, ist es dann auch fast zu schade. Und ja, ich habe halt auch schon so viele ja, Beige und Sandtöne und sowas alles, aber so ein Blau mit Braun in Kombination habe ich eben noch nicht. Und deswegen habe ich mich dann doch dafür entschieden. So, jetzt gucken wir mal, wie das ist, wenn man dann dieses Fix Plus benutzt. Und ihr seid gleich dabei, Premiere, Fix Plus. Keine Ahnung, wie das jetzt da rauskommt. Ich habe schon fast ein bisschen Angst. Also ich pumpe jetzt einfach mal und. Okay, es tut sich schon mal nichts. Ich glaube. Das ist natürlich jetzt ein super Fail, ne? Ja. Muss man da noch irgendwas anschrauben? Nee. Oder doch? Okay, ich pumpe mal noch ein bisschen. Es kann sich nur um Stunden handeln. Ich habe halt Angst, dass das gleich so. Okay. Also ich habe keine Angst. Aber man weiß ja nie, wie viel da jetzt so rauskommt. So. Und jetzt gehe ich mal da an eine Ecke, hat sie gesagt. Also ich bin der absolute Fix-Plus-Neuling. Keine Ahnung, wie sich das da auf dem Auge macht. Aber. Sieht schon mal nicht schlecht aus. So, probiere jetzt nochmal was anderes. Ich versuche jetzt mal von diesem Pot ein kleines bisschen was abzukratzen. Ich weiß, das dauert jetzt wieder viel zu ewig. Aber ihr könnt ja vorspulen. Ihr spult ruhig vor, bis die Blush kommen oder keine Ahnung. Ich, ja. Ich mache das jetzt einfach trotzdem. Ob euch das jetzt gefällt oder nicht. Ich kratze jetzt ein bisschen was ab, da wo ich eben mit dem Pinsel drüber gegangen bin. Und guck mal, wie das so ist. So. Also ich habe jetzt hier ein bisschen was drin, nur ganz wenig natürlich, um einfach mal von diesem Lidschatten da noch was aufzunehmen und das dann aufzutragen. Und der Pinsel ist also auf jeden Fall immer noch feucht und also ich finde, man sieht auf jeden Fall schon den Unterschied in der Brillanz und vor allem auch in dem Schimmer, ob man das eben einfach nur trocken aufträgt oder eben nass. Und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich bewege mal ein bisschen meinen Kopf hin und her und die Augen, aber ich finde, das schimmert ein kleines bisschen schöner wie das. Also in der Kamera sieht es fast gleich aus, aber ich glaube, wenn man dann später auf HD und so weiter, ihr wisst schon, könnte man das sehen. Also natürlich, ihr seht, ich habe jetzt nicht groß verblendet und keine Blendingfarbe und hier und da und dort. Und auf jeden Fall das jetzt nochmal mit Base und das ohne Base, aber mit Fix Plus. Und ich finde, es kann sich wirklich beides sehen lassen, nur mir gefällt das ein kleines bisschen besser. Ich glaube, man sieht es, dass das ein bisschen mehr glänzt oder metallischer ist und das so ein kleines bisschen fader aussieht, in Anführungsstrichen, obwohl ich trotzdem finde, dass die Farbe gut rauskommt. Sehr schön. Bin ja schon mal zufrieden, dass ich das schon mal hingekriegt habe, weil hier, ne, ja, Jana und irgendwelche, ja, Experimente. Jetzt kommen wir zu dem Blush. Ich muss mal ganz kurz hier aufräumen. Und ja, die trage ich jetzt ganz normal mit meinem Evelyn-Pinsel auf. Und so, Leute, der absolute Fail eben. Ich glaube, ich werde es als Outtake hinten dranhängen, weil. Es war wirklich lustig. Ich wollte den Blush auftragen, den ersten. Und der war sehr stark pigmentiert, also sehr stark pigmentiert. Und zwar mit diesem Evelyn-Pinsel.
Und es ging gar nicht, weil ich hatte solche rosa Backen. Ich hänge es hinten dran. Ihr könnt euch das angucken und euch drüber totlachen. Es war wirklich lustig. Also das habe ich echt noch nicht erlebt. Also der ist auf jeden Fall sehr, sehr stark pigmentiert. Dann wollte ich den zweiten Blush auftragen und dachte mir so, ja, dippst du halt auch wirklich nur so ein oder zweimal rein. Dieser hier. Und noch schlimmer. Ich hatte dann so einen fetten, also es geht gar nicht. Schaut es euch an. So. Also auf jeden Fall die Blush wirklich sehr, sehr stark pigmentiert. Ihr müsst sehr gut aufpassen. Ich werde jetzt auch diesen Evelyn Pinsel nicht mehr benutzen und für jede Seite einen anderen Pinsel benutzen. Ich hatte den zwar zwischendurch sauber gemacht, aber das mache ich jetzt nicht. Und ich hoffe, dass ich jetzt ein kleines bisschen schlauer bin und dass das jetzt auch besser funktionieren wird. Also ich habe jetzt hier zwei verschiedene Pinsel und ich fange jetzt einfach mal mit dem an. Und oh Gott, ich habe schon wieder Angst, dass das schon wieder so clownmäßig aussieht. Ja, ist echt der Hammer. Ah, ganz vorsichtig. Ja, also ich bin jetzt nur einmal so drüber gegangen und das reicht schon aus, um das Rouge aufzutragen. Und es ist trotzdem, eben war die Speicherkarte leer. Und es ist trotzdem wirklich, ich finde, gut sichtbar. Also man sieht es sehr, sehr gut. Und das ist eine absolut tolle Farbe, lässt sich gut auftragen, ganz butterzart, gut verblenden, alles gut. Jetzt sieht es wenigstens so aus, dass man es auch tragen könnte. Vorhin, das ging gar nicht. Und dann wollte ich nochmal so ein Vergleichsswatch nebendran machen, um auch zu gucken, ob das auch wirklich die Farbe ist, weil ich sah aus wie, ja, keine Ahnung, ging gar nicht. Okay, das war jetzt Simmer. Und jetzt kommen wir zu, ach, ich habe den Namen vergessen, Sweet Samba. Und dann nehme ich jetzt diesen MAC-Pinsel. Und auch ganz vorsichtig. Oh, ich sehe schon, da ist volles Rosa dran. Also ich war nur einmal oben drauf, ich habe nicht mal gewischt. Ist echt krass. Also ganz vorsichtig. Und ich habe echt Schiss, dass es jetzt gleich wieder so clownmäßig aussieht. Aber ich glaube, es könnte gut sein. Jetzt gehe ich nochmal auf die helle Seite. Die ist ja nicht so stark pigmentiert. Also ich war jetzt nochmal da drüben auf dem. Und es ist ja dann eher so ein bisschen dieser Highlight-Ton oder dieser Schimmerton. Und ja. Ich finde, dass sich die Farben relativ ähneln. Trotzdem, wenn ich jetzt im Spiegel gucke, sehe ich schon, dass der so ein bisschen dunkler ist und mehr so ins rötlich-mauve-mäßige geht. Und der andere ist mehr pink. Jetzt halte ich euch die nochmal so hin, dass ihr nochmal sehen könnt. Also, Sweet Samba auf der Seite und Simmer auf der Seite. Und die Farben sind wirklich sehr, sehr schön, aber super mega pigmentiert. Ihr müsst echt aufpassen. Also ich habe jetzt noch einen gedippt, das hat schon gereicht. Ja, auf jeden Fall, das sind diese beiden. Und jetzt schminke ich mich nochmal kurz ab oder auf einer Seite ab. Und dann trage ich euch noch das Skin Finish auf. So, ich habe mich jetzt nochmal auf der einen Seite habe ich mich jetzt abgeschminkt, das habe ich so gelassen. Und jetzt tragen wir nochmal das Skin Finish in Rio auf und dann könnt ihr gleich nochmal sehen, wie es ist, wenn man ihn solo aufträgt. Und dann könnt ihr natürlich auch abschätzen, ob er den eventuell über einen Blush gibt, was ich jetzt auf der Seite nochmal machen werde. Oder aber eben, wenn man ihn einfach nur so aufträgt, als Rouge. Und dann nehme ich jetzt hier diesen Elf-Pinsel, den ich nicht so mag, aber er ist jetzt sauber und dann sehen wir eben gleich, wie die Farbe richtig ist. Und dann ist da auch nichts geschummelt und so weiter. Also ich bin jetzt nur einmal so ganz kurz und schaut euch das mal an. Da ist wirklich schon sehr viel Produkt drauf. Und jetzt gucken wir einfach mal. Ja, okay. Also lässt sich auf jeden Fall schon mal sehr gut auftragen. Gut verblenden. Fertig. Oder? Echt krass. Es ist vielleicht ein bisschen viel und auch ein bisschen hoch, weil wirklich jetzt schon sehr viel Produkt ja, auf dem Pinsel drauf war. Aber ich glaube, es sieht wirklich schön aus und man sieht auch diesen Glanz und diesen Schimmer. Wobei, wenn ich jetzt wirklich so in den Spiegel gucke, sehe ich ihn kaum. Also es glänzt ein klein bisschen, aber nicht doll. Und wenn ich jetzt so in die Kamera gucke, sieht es wirklich sehr, sehr schön aus. Also eine absolut tolle Farbe. Diese anderen, ich weiß gar nicht, ich glaube Last und hieß der Last und da war noch eine andere. Ja, die waren sich sehr, sehr ähnlich und ich wollte extra, wie gesagt, einen dunklen haben, einfach, dass man ja auch den eben als Blush verwenden kann. Und jetzt gehe ich einfach nochmal in der Mitte, da wo es hell ist, so ein bisschen rein und trage das nochmal hier oben drüber auf den anderen Blush und dann können wir da nochmal gucken.
Ja, also ich finde es echt super. Also das ist jetzt ohne alles und das ist, ja, ihr seht es mehr so ein Korall, so ein Braun, ein Bronzeton und nicht zu sehr ins Rosa. Ich finde, das Rosa kommt kaum raus. Ist eine absolut tolle Sommerfarbe und mit Sicherheit auch für den Winter gut geeignet. Also ich bin ja sowieso, ich trage ja alle Sachen das ganze Jahr, fast alle Sachen. Also ich habe ganz, ganz wenig Sommer und direkte Winterblush und ansonsten, ja. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie helfen. Und ich glaube, das Video ist schon wieder 100.000 Jahre lang. Aber egal. Ich habe das jetzt alles in einem Video gemacht. Normalerweise hätte ich vielleicht noch eins gedreht. Aber jetzt habe ich es alles zusammen gemacht. Also, ihr habt jetzt gesehen, was ich gekauft habe, wie es aussah. Und jetzt seht ihr dann gleich, nachdem ich mich verabschiedet habe von euch, nochmal, wie das dann so aussah. Da, als ich aussah wie ein Clown. Ja, also auf jeden Fall, ich bin begeistert von den Produkten soweit. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit euren Sachen. Schaut sie euch an. Diese LE ist wirklich der absolute Knaller. Ist, denke ich mal, auch für jeden was dabei. Ist halt trotzdem mehr alles so ins Glitzerige, Schimmernde, also nichts Mattes dabei. Aber trotzdem eine absolute tolle Sommer-LE. Und ich freue mich dann auch schon auf die nächsten LEs, die so kommen. Und hoffe dann, dass da auch wieder so ein paar matte Sachen dabei sind. Und vielleicht auch schon wieder ein bisschen was Herbstliches. Und ja. Bei Fragen natürlich wie immer, schreibt mir unten in die Infobox. Schreibt mir bitte nicht in die Infobox. Schreibt mir bitte in die Kommentare. Und ja, wünsche euch natürlich eine gute Zeit und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gucken wir einfach mal, wie die Farben so sind. So, jetzt fangen wir mit dem Pink an. Und das ist Sweet Samba. Und ja, also da mal schön rein in die Farbe. Und ich dippe erstmal nur so ein bisschen, weil ich noch nicht genau weiß, wie und so weiter. Okay, also ist schon mal super pigmentiert. Ich sehe jetzt schon, ich muss mal ein bisschen was wegmachen, dass ich zu viel auf dem Pinsel hatte. Und, oh mein Gott! Ich glaube, ich sehe aus wie ein Clown. Aber egal. Dann seht ihr wenigstens gleich, wie die Farbe aussieht. Ich versuche das mal. Oh mein Gott, es wird nur schlimmer. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie viel Produkt? Okay, also auf jeden Fall schon mal super pigmentiert. Das kann man ja wirklich sagen. Also wirklich richtig dezent bekomme ich jetzt das nicht mehr hin, weil es ist schon viel zu arg. Oh mein Gott, wie das aussieht. Aber die Farbe ist schon mal schön. Also es das heißt, sie hat einen schönen Glanz und ja, wer rosa backen mag. Also ich glaube, die Farbe ist wirklich schön, aber ich habe einfach zu viel Farbe. Ja. Und ja. Nicht schlecht. Ich habe es wieder mal sehr schlau gemacht. So, jetzt tue ich das ein kleines bisschen nochmal hier, dass die Restfarbe weggeht. Und dann widmen wir uns mal diesem Blush. Und da nehme ich jetzt mal ein bisschen weniger. Also ich versuche es jedenfalls. Und oh, ich habe echt Schiss, dass der jetzt auch so pigmentiert ist. Und oh, ich glaube, der ist okay. Oder? Der ist auch so stark. Okay. Oh mein Gott, ich sehe aus. Ich lache mich tot. Okay, ich muss mal. Jetzt erschreckt bitte nicht. Ein Vergleichs-Swatch hinmachen, ob das auch diese Farbe ist oder ob ich da einfach nur.